Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreativers mit Daryl Ballista und mir, der Aschna. Hallo. Hallo. So. Ja, oh Gott, jetzt hatten wir eine kurze Aufnahmepause. Und, ja, und irgendwie, was hatten wir vor? Ja, ich wollte, glaube ich, hinten nochmal hier beim Haus ein bisschen was umbauen. Ich glaube, ich habe jetzt eine komplette Rüstung an, oder? Weil bei mir ist das Ganze jetzt in grün angezeigt. Ich drehe mich mal. Ja, sieht sehr schick aus, komplett. Von Kopf bis Fuß. Danke, danke, danke. Du auch. Danke. Sehr schön. Und so, ja. Es ist hell. Yeah. So. Jetzt gehe ich einmal zur Kiste. Ja, ich auch. Damit ich da hier so ein paar Sachen reinschmeißen kann. Guck gerade noch, was hier drin ist. So, was mache ich denn? Ich mache erstmal mal die Tür auf. Ja, so, ja. Das reicht eigentlich schon. Okay, jetzt gucke ich mal so ein bisschen. Ja, ich baue jetzt ein wenig am Haus weiter. Du hast schon wieder die Tür aufgelassen. Ja, weil ich nicht... Oh. Ah. Ich wollte noch mal schnell rein. Es war doch hier Absicht wieder. Ja, ich gebe zu. Wo du gerade reinlaufen, ich hab dann... Naja, gut. So, ich wollte noch... Oh nein, ey, das hat sich immer noch nicht geändert mit meiner Powerhand hier. Ätzend. So, 6, 7, 8, 9, 10. Das, das. Jetzt habe ich wieder vergessen. Aber ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis von dem, was ich mal brauche. Merke ich mir mal nicht. Ah ja. So. Und das. So, ich muss mal gucken, was ich für eine Hand ausgerüstet habe. Die Billighand, okay. Ach ja, müsste ich auch mal gucken, was hab ich denn. Ja, doch, Wood Mining Cell, das ist alles okay. Nee, falscher Knopf. So. So. Bau noch ein paar Zäune, ne? Wenn dann das mal fertig wird. Ja. So. Billigzaun hier aus Holz. Natürlich erstmal. So. So, und noch auswählen. Ja, na klar. Kloppt. Ich stelle erstmal einen Klotz hin, anstatt einen Zaun. So, ich hoffe, das reicht. Machen wir das hier erstmal zu. Warum steht ich das verkehrt? Ich habe mich jetzt etwas umentschieden. Ich mache jetzt hier, oder beginne sowas wie einen Keller zu machen. Und dann auch wieder vielleicht dann so Kisten und alles lagern können. Okay. Wenigstens schon mal so den Anfang. Okay, ein Keller. Können wir den da ja auch hell beleuchten und alles. Und ja. Jo. Ey, das Schwein haut ab. So. Schweinerei. So, vorhin hatten wir so einen Flow, jetzt hat man ein bisschen nicht gespielt, jetzt ist man so ein bisschen, jetzt muss man erstmal wieder reinkommen. Ja, es dauert immer so 2-3 Minuten, aber dann. Dann geht's wieder. Ja, oh, so. Ich bin jetzt noch irgendwie ein bisschen planlos gerade, was ich hier alles mache. Aber ich glaube, ich werde noch ein bisschen Obsidian abbauen gehen. Bald schon wieder. So. Ah, ich tue hier so ein bisschen gerade im Dunkeln rum. Muss immer irgendwie Fackeln hinsetzen. Alle paar Meter. Ach, wusste ich doch. Hier habe ich noch einen Teil von der Wand vergessen. Weil wir sowieso irgendwie ganz gut da so an dem Grashügel gebaut haben, kann man sich jetzt ordentlich hier einbuddeln eigentlich. Ja, stimmt. Wo man gar nicht in der... Na doch, ein bisschen tiefer. Naja, gut. Ja, mache ich ja. Ich mache hier den Boden weg, dass so ein paar Stufen runtergehen. Eine natürliche Treppe. Ach, ja. Aus Schmutz. Ja, so. Kann man ja am Ende immer noch umbauen. Alt ist meine Hand kaputt, wollte ich sagen. Der Handschuh. Gibt's hier neues Dingens, oder? Um einen tiefer gehen wir noch. 3 Stufen ist immer gut. Weiß ich nicht. Oh,
leckt. Lalalala. Okay, dann gehe ich mal in die Höhle. In unsere. Ja, ich muss mir gerade mal einen neuen Handschuh herstellen. Ja, irgendwo waren sie hier. Dun, 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 dun. So. Achso, ich muss ihn ja noch einsammeln. Ja, dann komme ich auch mal raus. Du hast die Tür trotzdem aufgelassen. Ja, du warst ja noch drin. Ja, aber was ist denn, wenn jetzt da so ein Schwein hingekommen wäre, hätte mich hinterrücks angegriffen. Das hättest du schon überlebt. Ja. Aber die seelischen Wunden, die wären zu groß gewesen. Jetzt habe ich mir so Obsidian-Abbau-Dinger gemacht und jetzt ist hier nur noch ein so ein Ding. Na toll. Ja, klasse. Ich habe erstmal wieder ein paar Pilze abgebaut hier. Tiefer Kram hier. Ja, ich suche dich mal auf. Irgendwo musst du hier stecken. Ach da. Ich bin in der Höhle. Ui, hast aber ganz schön rausgeschlagen schon. Ja. Hab schon ein bisschen erweitert hier. Ja, dann werde ich mal den anderen Handschuh anlegen hier. Ich suche ja Obsidian. Ach, ich hätte Fackeln noch bauen sollen. Hab auch nicht mehr so viele. Ja, da flitze ich gerade mal zurück. Dann baue ich mal welche. Okay. Ich finde kein Obsidian mehr. Auf die Tür. So. Okay, noch ein Lämpchen hier rein. So, den ganzen Schwung mit. Ein bisschen tiefer vielleicht. Ja, Steine brauchen wir auch. Normale Steine. Ich könnte hier Steine abbauen. So von außen, die, wo ich hier halt drankomme. Ja. Ging das, musste man auch den Steinhandschuh haben oder den normalen? Der normale reichte, ne? Für die normalen Steine. Für die Steine. Normalen Steine reicht der normale, ja. Ja, dann nehme ich auch mal die normalen Ansonsten Steine. Ansonsten brauchst du den anderen. Ja, die normalen reichen ja. Die haben wir ja auch erst am Haus. Falls ich irgendwo ein paar Fackeln hinstellen soll, sag Bescheid, ne? Ja. Bist du hier schon wieder drin? Ja. Da. Gleich. Ja, ich... Ich sehe deinen Arm. So. Du bist noch hinter der Wand. Ja, so ein bisschen tue ich hier rum. Ja gut, hier kann ich auch Steine abbauen. So ist ja nicht. Ja. Gibt's keinen mehr. Ist ja wieder toll. Ganz großartig. Aber irgendwie müssen hier echt mehr Fackeln rein. Ja, ich komme ja schon. Wolf, wo bist du denn? Ach da. Ich habe irgendwie so nach unten gegraben. Okay. Aber... Moment, erstmal schauen. Stellen wir hier was hin. Hier einfach mal eine. Huch. Huch. Das ist genau da eine Lampe hingestellt, wo ich gerade abbauen wollte. Okay. Ja, weil ich jetzt die normalen habe, da wollte ich jetzt nicht unbedingt so die normalen Steine... dann die Steine gesetzt, die ich nicht abbauen konnte, natürlich. Oh, die Fackel schwebt jetzt, egal. Ja, Hauptsache leuchtet. Mein Handschuh ist auch bald wieder down hier. Für die ganzen Steine. Kein Obsidian? Ah, der ist fertig, glaube ich, hier, ne? Ne, immer noch nicht. Meine Güte, dauert das. Ja, aber es wird ja schon. Oh, ich... Oh, da gibt's Magnetite. Schön. Okay. So, ich baue mal die normalen Steine hier so ein bisschen ab. So, noch eine Lampe. Ich da ran? Komme ich auch noch ran. Was ist das da hier? Normaler Stein. Ah, hier gibt es auch ein Obsidian-Dings hier hinten. Oh, wo? Da, den suche ich, weil ich habe noch so eine. Ja.
Ein einzelner ist hier erstmal. Ich weiß ja nicht, ob da links und rechts irgendwo noch was neben ist. Sind das nicht zwei? Das sind doch zwei direkt übereinander. Ah, gut, den drüber habe ich gar nicht gesehen hier. Zack, sehr schön. Mehr habe ich auch nicht dabei. So. Ah, super. Toll, suche ich hier die ganze Zeit. Du kommst eben mal an und findest die gleich. Ja, so blindes Huhn-Prinzip. Manchmal hat man Glück. Jo. Super. So, immer noch 8 Sekunden hier. Huch. Ja, diese Dinger hier übrigens, die man hier gerade sieht, da was du hingestellt hast, die bauen halt Obsidian und die anderen Steine ab, die wir so nicht abbauen können. Nur so mal als kleine Info. Genau. Wen es gerade mal interessiert. So nebenbei am Rande. Ja. Und dann verschwinden sie wieder hier, wenn alles abgesammelt ist. So, ich laufe mal dann zurück zum Haus und verbrate ein bisschen die Steine. 52 Stück habe ich hier. Okay. Ich. Dann baue ich hier mal so ein bisschen von außen dran. Auch mal ein bisschen rumlatschen. 5 Minuten da rumwarten will ich jetzt auch nicht. Huch. So. Ja, so geht voran hier. Ah, ich kill mal das Chamäleon. Ach, da oben flitzt du gerade lang. Ah. Denk an die Schatzkiste. Ja. Ich pirsch mich hier. Ich pirsch mich schon mal hier so rum. So rein zufällig natürlich. Ja. Ich meine nicht, dass jetzt unbedingt eine bräuchte, aber. Wo ein paar Pilze auch mal wieder nicht schlecht wären. Und hier waren, glaube ich, gerade genau da. Ja, ich habe auch vorhin zu Beginn der Folge vor der Höhle, wo du standst, da war eine ganze Menge links. Okay. So. Ja, was hier sagen noch muss, Holz habe ich auch nicht mehr so viel. So, was ist das? Ah, nochmal Pilz. Schmutz eingesammelt. So. Da oben sind rote Pflanzen. Sehr gut. So, komm ich ran? Wo sind die? Was ist das denn? Ach so, Pilze. Ah, okay, okay, okay. Und da. Okay. So. So ruhig hier gerade irgendwie. Ah, die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Wer weiß, was noch kommt. Oh, da hinten ist wieder so ein fieses Tier. Das liegt da und schläft. Ja, wir müssen da echt aufpassen, dass sie sich diese komischen Skelette oder Schlangen da nicht anpirschen. Ja, deswegen, da hinten liegt nämlich eins, wo ich gerade bin. Ach so. Da muss ich jetzt gucken, dass ich da am besten nicht langlaufe. Weil das macht mich auf jeden Fall fertig. Das kann ich noch nicht töten. Dazu reicht unsere Rüstung, glaube ich, auch noch nicht. Nee. Da bräuchte man bestimmt auch ein besseres Schwert. Ja, diese Obsidian-Dinger. Das sind, glaube ich, so wie es aussieht, die besten Dinger hier momentan. Die Ausrüstungsgegenstände. So, ein paar Steine habe ich noch. Zumindest mit dem Dach hier schon mal angefangen. Da kann man hier bestimmt dann noch mal ja, von der Fläche her das noch größer machen und alles. Also alles ist möglich. Ach, ich sehe gerade da hinten dieses andere Stein. Warte mal, was war das? Habe ich das nicht schon? Ruddy Canyonstein? Ne, den haben wir noch nicht. Ich nehme mal ein bisschen von mit. Ja, wer weiß, was man daraus bauen kann. So. Lange meinen Handschuh hier auch noch zu den Steinen hier. Das kann ich jetzt nicht. Ach Mist. Ach, das sind die ich nicht abbauen kann. Das ist Normalstein, okay. So, und mein Handschuh ist gerade, indem ich das sage, ich wollte noch was abbauen, konnte ich jetzt 2, 3 Dinger einsammeln. 5 insgesamt sehe ich gerade. Und jetzt ist er kaputt. So, jetzt brauche ich einen alten wieder. Obwohl, ich habe noch den hier. Vielleicht kann der das auch. Sieht auch ein bisschen so aus, als ob es langsam dunkel werden würde. Ja, kann es auch. Echt? Bei mir ist noch ziemlich hell. Obwohl, ja, hier auch noch so, aber ich sage so ganz langsam.
Ein bisschen Holz nehme ich auch noch mit. So. Schau mich hier wieder um. Sehe nichts Interessantes. Hoch hier. Ach, hier sind wieder diese komischen Pflanzen. Okay. Es sind immer nur dieselben Tiere, die ich hier gerade sehe. Schweine, Chamäleon oder dieses komische Skelett. So. Ich bin auf irgendeinem Berg hier, ey. So, jetzt bin ich hier. Ach. Ja, ich gehe mal langsam ins Haus. Okay. So ein bisschen dunkel wird es jetzt schon. Sie kommen, um dich zu holen. Ja, tatsächlich. Ah! Ich dachte mir gerade, was ist denn das für ein Geräusch? Dreh mich um. Und da kam so ein Vieh. Aber was ist jetzt denn? Nee, ich bin zu weit weg. Okay, dann mach ich die Tür zu. Ich muss mich auf jeden Fall dann teleportieren. Und da sehe ich gerade einen Kaktus. Ich renne mal zum Kaktus. Den nehme ich noch mit, auf jeden Fall. Weil ich zwar auch noch nicht weiß, wozu, aber... Ja, ich habe da auch ja so vier, fünf Stück eingesammelt. Und Pilze. Ah, jetzt wird's wirklich dunkel. Scheiß auf den Pilz, da. So, den kloppe ich jetzt auch noch um. So. Gut, dann glaube ich, muss ich jetzt auch mal zurück. Würde ich mal sagen. Ja. Mann. Wenn das jetzt mal funktioniert. Boah, ist meine Maus schon wieder so doll eingestellt? Klappt nicht. Ich habe sie auf ganz, ganz langsam. Jetzt klappt's. So, jetzt kann ich es auch wieder schneller machen. Ja, bei mir lädt's. Und lädt und lädt und lädt und lädt. Okay. Ja, ich bin hier gerade noch wieder ein bisschen im Keller. Jo. Ich steck mal mein Schwert ein, bevor ich noch irgendjemanden verletze. Ja. So. Okay, ich guck mal. Ja, es ist dunkel. Naja, grau ist es draußen. So, ich guck mir mal hier deinen Keller mal an. Ja, viel ist noch nicht passiert bisher, aber... Okay. Schau mal. Ah, ein zu niedrig. Hier oben sollten sie hin. Mist. So, ich gucke mal. Was mache ich denn jetzt als nächstes? Ach, ich habe vergessen, meine Obsidiane einzusammeln. Also. Oh nein. Muss ich beim nächsten Mal machen. So, ja. Haben wir denn, was haben wir denn hier? Das wollen wir nicht, das wollen wir auch nicht. Flup, flup. Das dreht sich immer so schnell hier bei mir. Wie ging denn das? Ah ja, so ging das. Das langsamer zu machen. So. Ja, man kann ja mal schauen, ob man sich schon irgendwelche Möbel herstellen kann oder so. Ja. Dass hier nicht mehr ganz so traurig aussieht. Ja, das ist durchaus möglich hier. Ah, ich müsste noch... jetzt habe ich dir die... So, Moment. Ja, ich hatte dich jetzt... Habe ich dich jetzt gerade ein bisschen umgerannt. Wie mache ich das? So. Stone Mining Cell. Vielleicht das auch noch, ich weiß es nicht. Ich mache mal lieber so. Das geht noch nicht, okay. Na gut. Machst du da?
Ah ja, ich sehe schon. Ja, so ein paar Sachen hier. Seile und so ein Zeug. Was ist hier noch in der Kiste drin alles? Okay. Ja, meine Keen-Apple kann ich auch mal reinschmeißen. Ja, so ein bisschen dauert das hier jetzt. Ich hatte das beim ersten Mal auch gar nicht gesehen, so, dass die Dinger dann so grün umrandet sind, so leicht, wenn die dann fertig sind. Grün umrandet? Ja, wenn man dann so reinguckt. Na, die haben einen grünen Hintergrund, oder? Ja, ja, genau. So, ich will auf jeden Fall wieder irgend so einen coolen Bodenbelag, also so einen komischen Boden haben. Ich kann mich aber nicht so richtig entscheiden. Ja, wir müssen ja, glaube ich, erstmal den Boden komplett ausbauen, so ein bisschen wieder steinmäßig. Ach, stimmt. Dann können wir das ja da drauflegen. So, wann war denn... Ach, das ist so dunkel. Ich glaube, hier die Reihe. Machen wir mal so ein bisschen. Moment mal, wir könnten ja sogar, wir haben doch zum Ofen, wenn wir Glas machen, wir können uns doch diese helleren Lichter dann machen. Ja. Dann kloppe ich hier mal was rein. Haben wir auch irgendwas zum Verbrennen hier? Ja, komm, ein bisschen Holz. Bin ich mir reingefallen, ich Bödmann. Ja, komm so. Ein paar Glasscheiben. Ach so, ich wollte mir auch mal ein paar Tränke machen. Stimmt. Aber... Ach stimmt, wenn man sich immer was hier zusammengeschustert hat, dann wird ja immer mehr freigeschaltet. Ja. Ah ja, jetzt erinnere ich mich langsam nach 1000 Folgen hier. Die einfachen Tränke mache ich mir mal. So, ich guck mal nach einer Lampe. Ach, kiek mal, hier kann man auch das da. Ah, du hattest irgendwo in der Kiste Kohle, ne? Regeneration Potion? Ja. Dann schnapp ich mir das gerade mal. Ach, da, sehr schön. Ist das denn Trokorn? Das hatte ich ja noch nie. Hä? Ich kann mir so einen Regenerationstrank machen, cool. Okay, ich muss... Ah, okay. Naja. Erstmal den normalen Trank, so. Jetzt gehen die mir schon mal ein Schlückchen. Dann versuche ich mal eine von diesen Lampen hier zu machen. Na gut, vier Stück macht man ja auf einmal. Oh, das ist gut. Your inventory is full. Aha. Es ist schön dunkel noch draußen. Einen Moment, ich muss gerade mal mein Inventar ein wenig entrümpeln. Jetzt kann ich nichts mehr aufnehmen. Und draußen lauern die Tiere. Ja. Die fiesen. So, okay, dann mache ich mal noch eine Reihe. Gucken wir mal. Zack. So, das hier rein. Also viel Stein habe ich gar nicht gesammelt, fällt mir gerade auf. Ja, ich auch nicht. Ich habe die... Ja gut, ich hatte ja über 50, aber die habe ich dann halt erstmal außen vom Haus verbraten. Habe ich erst so kurz vor Ende doch dran gedacht, so... Man hätte ja den Boden ausbauen können. So. Naja, immer Stück für Stück hier. Ja. So, jetzt habe ich zwei reingeschafft. Für mehr reicht es jetzt auch nicht. Ich gerade mal. Ist das hell. Wow. Kann ja, gut, jetzt erstmal. Gleich wieder die ganzen anderen Fackeln einsammeln hier. Ja, wir können das ja nachher irgendwie ein bisschen anders hinsetzen, aber so ist schon mal ganz gut, ne? Ja. Ich sammle mal ein paar Fackeln ein, die kann man dann wieder für die Höhlen benutzen. Ja, und so. Die anderen beiden Lampen kann ich hier irgendwo. Ist sie hinten in die Ecke. Oh ja. So. Ja, und eine kann man irgendwo in den Keller stellen hier nachher. Ich stelle sie erstmal hier ab. So. Ja, das sieht doch schon mal das richtig hier gut aus. Ordentlich Lampen gespart. Die können wir auch noch wegnehmen. Ja, wir müssen nur sehen, dass wir dieses Coal-Zeugs dann kriegen, dass wir. Das kriegen wir wahrscheinlich nur in der Höhle oder in Schatzkisten, die man niemals findet. Ja. Oh Mann. Hast du deine eigentlich schon gefunden? Nee, in dieser Folge habe ich noch keine gefunden. Oh. Ja, ist nicht gut, ist nicht gut. Ich schaffe das bestimmt jetzt auch nicht mehr, weil das die ganze Zeit dunkel ist und wir jetzt eigentlich schon der Aufnahmepause machen müssten, oder? Ist das nicht schon wieder so meint? Ja, machen wir noch zwei, drei Minütchen, oder? Ja.
Weil weißt du, bis jetzt haben wir es immer gemacht nachts und so, dass wir in der nächsten Folge mal schön mit tags wieder starten konnten. Weißt du? Ja. Daher müssten wir gleich mal aufhören. Da seht ihr, Aschner möchte immer die Folgen beenden. Ich möchte am liebsten einfach weiterspringen, also ich bin hier nicht der Böse. Naja, falls was nicht klappt, dann machen wir immer Stückchen. Nachher haben wir eine ganze Stunde aufgenommen und alles ist für den Arsch, weil ich irgendwas vergeigt habe wieder mal. Ich erinnere nur an der Probe, an die Probeaufnahme, wo ich den Knopf gedrückt habe für Aufnehmen und Enden und Beenden, aber mein Programm war nicht offen. So ja, klug wie ich war. Konnte ich ja gar nichts aufnehmen. Kann ich ja noch so auf den Knopf drücken. Ja, das muss man erstmal hinkriegen. Ja, gut, dann. War eine recht ruhige Folge, glaube ich, diesmal. Ja, das ist ja manches Mal so. Dann baut man nur ein bisschen ab und baut ein bisschen aus, aber man sieht ja, es wird langsam was. Hm. Und wenn wir dann vernünftig ausgerüstet sind, dann kann man auch mal so eine richtige Höhlenexpedition machen. So, dann stellen wir die Teleporter dahin, dass wir auch immer wieder zurückkommen und alles, aber. Ja, bis es soweit ist, sind die ersten Folgen natürlich immer, so kann man sagen, die ersten 10, so ein bisschen mit Aufbau und so weiter. Ja, aber darum geht's ja hier auch, oder? Ja, Aufbauen, also abbauen. So richtig, von bis daher. Man dann nochmal ein bisschen mehr Action reinbringen kann, meine ich doch. Ja, ich weiß. Ah. Na gut. Gut, dann machen wir jetzt gerade mal eine Pause, damit wir schauen ob du die Aufnahme überhaupt gestartet hast. Ja. Und dann sind wir hier bald wieder zurück. Ja, also bis dann. Bis dann, tschüss.